Also, abwarten und, ja, Tee, naja. Sachen tun. Die ziehen alle aus. Ja, aber da kann ich doch nichts für, wenn das Zeug nicht reinkommt. Sorry, Digga, was geht? Achtung. Lebensmittelvorräte gehen zu Ende. Ja, hallo, wenn die nichts produzieren, was soll ich denn dann machen? Schwiff Pigmeck, Junge. Ach nee, wegen Energie. Ich dachte, wegen Umweltverschmutzung. Ja, wegen Energie. Das soll mir einer sagen. Sag's mir doch. Pass mal auf. Zack. Und zack. Und zack. Wunderbar, dann geht doch alles. Und ich mache mir ins Hemd. Okay, also das Strahlenzeug hat null Einfluss auf den Fisch. Das ist super zu wissen. Ich muss ja auch nicht mehr produzieren, als notwendig ist. Nein, das war falsch. Ich wollte den Weg abreißen, Freunde. Natürlich überhaupt keine Pixelarbeit. Was ist denn bei euch? 59. Naja, immerhin. Das ist ja auch in Ordnung. Dann brauche ich nur drei. Ich weiß nicht, ob ich mein Zeug zurückbekomme. Ich glaube nicht. So, warte mal. Du hast die drei, du hast die drei, du hast die drei. Das passt. Ich krieg mein Zeug, ich glaube, zur Hälfte zurück, so wie ich das sehe. Ist ja auch in Ordnung. Könnte schlimmer sein. Und ganz ehrlich, diese Positionierung von dem, ne, das ist ein bisschen kritisch. Das ist dieses, der linke Haken, ja, dass der als Referenz genommen wird, muss ich erstmal mit klarkommen. Ich gehe nämlich immer bei sowas von mittigen Werkzeugen aus. So, ihr steigt alle auf und kommt wieder rein. Weiß jetzt, wo es allen gut geht, ne? Oh ja, hier wohne ich wieder sehr gerne, aber wenn es mal hart auf hart kommt, dann seid ihr Pussys. Und das finde ich scheiße. Ja, Pussys, so. 122. Aktivität. Was braucht man denn? Ein Violinenhaus. Okay. Ein Violinenhaus. Wenn ihr ein Violinenhaus wollt, Leute, dann könnt ihr sofort eins haben. So. Bind mal noch. Und jetzt, nein, nicht N, sondern Stern. Ausbau abgeschlossen. Jawohl. Die Eden-Techniker haben aufgrund deiner Messdaten die Wetterkontrollstation modifiziert. Jawohl, schön. So, jetzt pass auf. Es war zu einfach. Wer fordert mich in Zweikampf und kommt an diesen Stahl ran? Kein Blatt, Digga. Es war zu einfach. Okay, wir müssen auf... Ja, komm, jetzt geh weg. Minus 50. Belohnung, ein Saatgutgemüse. Das ist super. Ich bin ein großer Freund der Wetterkontrollstation. Und warte, dazu brauche ich, muss mal kurz gucken. Ich glaube 360 Eco-Angestellte. Das Leben kann so schön sein. 360 Eco-Angestellte wollen wir haben. Ja, holla, die Glückwunsch. Das kann ja dauern. Aber die 260 sollte man ganz locker bekommen, wenn ich mir das so anschaue. Ich kann es einfach so machen. Ich muss nicht mehr warten, wie geil. Also beziehungsweise, es geht deutlich schneller, jetzt Leute aufsteigen zu lassen. Super. Nicht diese 3 Stunden Wartezeit da. So macht man das, Freunde. Okay, das sind 360, heißt, wenn alle oben sind. Okay, vielleicht ging weitere noch Gebäude nur stehen zur Verfügung. Nur mein Vorspulen, so schnell, das könnte auch sein. Erreichen Sie mindestens, das haben wir gemacht, ja. Wetter Control Station. Was fehlt mir? 2 Tonnen Holz. Okay, ja, wir brauchen erstmal Holz. 2 Sägewerke, 1 Baumschule. Holz, 2 Baum... Ne, 1 Baumschule, 2 Sägewerke, so. Können wir das direkt hier bauen? Oder wollen wir das direkt hier bauen? Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Der Baumschule. Achso, ja, ich sollte die Baumschule vielleicht auch ein bisschen intelligenter bauen, fällt mir gerade auf. So, vielleicht. Erweiterung der Operationsbasis abgeschlossen. Ja, was sagen wir das mal? Konstruktion von Wetterkontroll. So, Baumschule 57%. Okay, kann man machen.
Und jetzt kommt unser Freund, die Wetterkontrollstation. Nachdem ich Holz habe. Das könnte noch ein bisschen dauern. Okay, du wirst beeinflusst durch sauren Boden. Du auch. Okay, da kann ich jetzt leider nichts gegen machen. Aber ich kann mal schauen, was die Leute wollen. 64, Spiel gespeichert. 64 und 420. Wir brauchen... Oh, 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 wir brauchen ganz schön viel Zeug. Wir brauchen 2 Fischereien, die haben wir, die laufen voll. 2 Teeplantagen auf 65%. Sind 130%. 57. Das reicht. Das reicht. Doch, das reicht. Okay. So, und Biokost, Fabrik und Elektronikhersteller, das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Hauptsache, die Grundbedürfnisse sind noch erfüllt. Das ist wichtig. Und dem ist so. Lifestyle. Uiuiui. Information. Hilfe. Modischer Schnickschnack hier. Okay, wir können die erste Wetterkontrollstation bauen. Und viele weitere sollten folgen. Plus 15. Jeder macht plus 15. Naja, boah. Wie das was werden soll, ist mir auch fast ein Rätsel. Das heißt ja, ich brauche... Warte. 108. Das sind... Ich muss auf dieser Insel noch 8 Wetterkontrollstationen bauen. Die sich möglichst nicht überschneiden. Also 3, 4, 5, 6... Obwohl, das könnte reichen. Die Insel ist... Doch, die Insel ist groß. Die Insel ist groß. Doch, das könnte was werden. Okay, auf 96%. Das ist ja auch in Ordnung. 96% ist nicht so schlimm. Warnung. Produktion gestoppt. Ja, ich will nur mehr Holz, Mann. Lass mir mein Holz, Junge. Holz, 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 Holz. Holz, 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 Holz. Alter, das kann doch nicht echt so langsam sein. So macht es doch keinen Spaß. Leute. Lame, lame. Pass auf, machen wir einfach noch eine Baumschule. Komm, wir geizen hier jetzt gar nicht erst. Wir bauen noch Baumschule, Junge. Zack, wunderbar. Kann ich hier denn, sehe ich noch Produktionsketten? Toll. 2070 ist übrigens eine Anno 1404 Rechner. Modifikation. Das nur mal am Rande. Das finde ich sehr geil. Ich fand schon, den mit dem Anno 1404 Warnrechner kann man super gut arbeiten, wenn man wirklich auf einem, ja, sagen wir, relativ hohen Niveau spielen will, produzieren will, möglichst effizient sein will. Dann ist es super. Ich bin so dämlich. Zu meiner Verteidigung, ich konnte es nicht wissen, wie es funktioniert. Ich hätte lesen können, ja. Ich hätte aber nicht lesen müssen. Eine Baumschule soll die Bäume produzieren. Das soll mir mal einer sagen. Das weiß ich doch nicht. Okay, vielleicht weiß ich schon. Ich habe nämlich drüber nachgedacht. Ich dachte, es ist wie Holzfällerhütte und dann als Sägewerk so. Ja, ich war gerade gedanklich in einem anderen Spiel. Halt, hier ist es mal. Finden sich keine Bäume. Ja, und ich wundere mich noch, ne? Wie so ein Gehirnakrobat wieder. So, schauen, was ist denn das hier? Sind das Bäume? Ja, das sind Bäume. Also jetzt heul nicht rum. Und nehmen die Bäume, Junge. Könnte auch ein bisschen schneller gehen, Freunde. Schneller, 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 schneller. Schneller, 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 schneller. Alter, was soll denn das? Du hast doch Bäume im Einflussbereich. Ja, dann mach doch auf. Idiot. So, nächste Wetterkontrollstation. Haben ja auch richtig Zeit. 91% ist in Ordnung. Produktion gestoppt. Ist in Ordnung, das ist nicht so schlimm. Wir sind bei 146. Plus 13. Plus 13. Also ich habe jetzt 4 Ökobilanz verloren, wenn man das so sagen kann und möchte. Muss man aber nicht, also... 100% geil. Vielleicht ist es sogar 100% super geil. Ja, okay. So, ich habe. Es mangelt mir an Bauzellen. Warum? Wo produziere ich denn Bauzellen? Produziere ich überhaupt Bauzellen? Bauzellen, Bauzellen, Bauzellen.
Basaltgewinnung? Schmelzwerk. Aber das habe ich nicht, oder? Nee, das produziere ich gar nicht. Soll mir einer sagen? Okay. Genau, wer baut denn bitte so Felder hin? Bist du dumm oder so? Junge. Dann zwei Schmelzwerke. Okay. Dann sollten wir bald auch hier wieder gut drauf sein. Auch wenn es bald Energieprobleme geben wird. Warendepot. Ist das Warendepot? Ja. Machen wir das hier drüben hin. 97% reicht. Wir kommen der ganzen Sache schon näher. 120, 117, gut. Auf wie viel soll man drücken? 50. Okay. Kommen der Sache näher. Jetzt, bevor ich weitermache, sollte ich auf weitere Bauzellen warten. Weil vorher wittert nichts. Basaltabbaustätten, na Glückwunsch. So, jetzt, so, das ist doch der Name of the Game. 94%, zack, zack. 10 Tonnen und wir sind wieder im Geschäft. Dazu passend heroische Musik. So, bevor ich jetzt irgendwas mache, ich besiedle einfach mal die ganze Insel. Okay, besiedelt man die ganze Insel einfach. Und holen wir gleich mal neue Energie. Dann machen wir zwei Windkraftwerke. Eins. Zwei. Und drei. That's energy. So, Wetterkontrollstation. Eins. Ich habe keine Bauzellen mehr. Da warten wir kurz ab. Hm. 96% ist immer noch gut, ist nämlich 73. Warte mal, wenn ich eins auswähle, dann sehe ich ja, was alles bisher besiedelt ist. So, hier, 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 ja. Das ist okay, das ist auch okay. Dann hier noch eine und da noch eine und dann haben wir es. Das reicht. Das reicht. Das reicht. Sobald ich genug Bauzellen habe. Pipette. Pipette, hallo. Wozu drücke ich denn N? Okay. 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 Ich will einfach nur alles besiedeln. Einfach, dass ich es habe. Hier drüben vielleicht noch. Ja, toll, 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 Freunde. Keine Bauzellen, aber dafür überall scheiß Warndepots. Ich bin ganz ehrlich, diese Insel sieht verdammt hässlich aus. Also ich will sie nicht selber... Also wenn es meine eigene Insel wäre, ja? Ich würde sie wegschmeißen. Ich würde sie einfach wegschmeißen, Leute. So, warum mache ich so viel Verlust? Weil die Wetterkontrollstationen richtig viel Geld kosten, richtig. Right answer. Die Wetterkontrollstationen funktionieren. Hier wächst wieder etwas. Ja. Ich will ein paar Proben untersuchen und sehen, wie weit sich die Strahlung verringert. Geil, 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 Junge. Weil man kann, indem man das Wetter kontrolliert, richtig geil Strahlung abbauen. Genau. Sage ich gar nichts zu. Ich warte einfach ab. Ihr wollt inzwischen eine Tonne Gemüse. Ich habe... Ist es hier schon drin? Saatgut Gemüse, jawohl. Neue Fruchtbarkeit verfügbar. Yes. Verena kann jetzt Gemüse anbauen. Ja, das kann sie wirklich machen. Dann bauen wir mal Gemüse an. Eine Reisplantage, zwei Gemüsefarm und eine Biokostfabrik. Also, eine Reisplantage, zwei Gemüsefarm, wo sind wir denn? Und eine Biokostfabrik. Kann ich hier Reis produzieren auf der Insel? Tee, Gemüse. Nein, kann ich nicht. Dann werde ich die wahrscheinlich noch kriegen irgendwann. Wenn ich überhaupt Biokost produzieren soll, das weiß ich ja gar nicht. Hallo.
Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Genau, auf 99%, ja sicher. Das wird richtig wehtun. Idioten. Dann baue ich gleich noch eine zweite, einfach weil ich es kann und weil ich das Geld ja auch wirklich habe. Siehe mein Geld. Aber ich muss sagen, Geldprobleme hatte man in Anno 1404 deutlich mehr, wenn man es verbockt hat. Also hier habe ich das Gefühl, man kann machen, was man will, aber Geldprobleme wird man nicht haben. Diese Stadt ist ein kleines Paradies geworden. Ja, das sagst du jetzt nicht mehr. Das sagst du jetzt nicht mehr, mein Freund, jetzt wo du wieder Geld zahlen musst, ne? Sagst du, oh, diese Stadt ist ja richtig scheiße, ich muss nicht Geld zahlen, oh nee. Nur darauf kommt es ja doch an. Du Kapitalistenschwein. Ja, oder so. Ich habe gerade gelesen, Gemüsehacker. Ist auch geil. Ja. Karotten 000111001. Merkt's euch. Schmelzwerk. Warndepot-Teefelder, ja. Ja, ja, ja. Genau. Okay, zu ihrer Eiche. Ich dachte, ich muss es nur produzieren. Es muss sogar zu ihrer Arche rüber, also. Ab zu ihrer Arche. Wie ich es richtig ausspreche, weiß ich immer noch nicht. Grinst du so, weil du den Auftrag geschafft hast? Ja, ich habe den Auftrag geschafft und bin bei deiner Arche. Die Werte sind immer noch bedenklich. Aber die Zentrale hat modifizierte Konstruktionspläne für die Überwachungsstation geschickt. Okay. Damit können wir die Renaturierung beschleunigen. Ja. Überwachungsstation. Voraussetzungen für die Konstruktion von Überwachungsstationen berechnet. 250, ja, Hilfe. Ansiedlung von Eco-Ingenieuren erforderlich. Jetzt brauchen wir die Eco-Ingenieure, alles klar. Lass mich raten, hier können wir Reis anbauen. Ja, ja, klar. Ja, sicher. Okay, holen Sie mindestens 1200 Eco-Ingenieure. Eine Glasproduktion errichten, bestehend aus Kalksteinbruch, Sandextrakt und Glasfabrik. Also, wir sind jetzt so langsam bei den vergleichbaren Patriziern angekommen. Warnung. Registriere feindliche Drohnen in diesem Gebiet. Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. Wo? Da oben. Zerstören Sie das Spätschiff von Firma. Okay. Keine Zeit zum Plaudern. Bin im Einsatz. Im Einsatz nennst du es also, okay. Ich verstehe das nicht. Was? Was denn? Ich hab doch überhaupt keine Zeit. Was wollten ihr jetzt von mir? Weil das Problem ist, ich habe ja überhaupt kein Schiff. Also, oder ich habe schon eins, aber wo ist denn das? Nicht ernsthaft, oder? Dahinter. Also, alles klar bei wie soll ich denn das erkennen? Also, nee, Entschuldigung, wirklich nicht. Dann hat der Vater mich halt enttarnt, mir doch scheißegal. Wichser, ey. Sieht mich nicht, Mann. Ich habe halt nicht mal vorgespielt, ich hatte gefühlt null Zeit zum Reagieren. Null. Null. Nur weil ich hier oben was gebaut habe und er hat's gesehen. Da kann ich doch nichts für. Ihr wolltet doch die scheiß Wetterkontrollstation, ja? Ihr seid doch schuld, das ist doch euer Problem. Mann. Übrigens, ich kann den Bildschirm einhalten, wenn ich klicke. Rieseninfo, wollte jeder schon mal wissen. Was brauchen wir denn? Eco-Ingenieure. Boah, hab ich richtig keinen Bock drauf. Okay. Also. The name of the game ist, ich brauche Reis. Reis, 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 Baby. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann holen wir uns mal den Reis hier. So, eine Reisplantage mit 100%, das ist wichtig. Okay. Gemüsefarmer haben nur 99%, aber das... Ja, das wird nicht so schlimm sein. Das ist nicht so schlimm. Eine Reisplantage. Habe ich... Kann ich nicht, weil... Ich keine Dings habe, okay. Keine Dingszellen. Übrigens, mir fehlt noch eine Schiffswerft. Wenn ich gleich eine Handelsroute einrichten soll, dann brauche ich ein zweites Schiff. So, wo ist denn...
Items, nein. Ach, das ist das, okay. Gut, das bringen wir kurz rüber. Und ich schaue hier mal nach einem... nach einer Werft. Spezial-Eco-Schiffswerft. Wunderbar. Kann ich nicht bauen, weil ich habe überhaupt nichts. Das kann ich auch nicht bauen. Ich kann gar nichts bauen. Und das will ich gerne bauen. Ja, ja, warte. Ich warte jetzt mal, bis ich 12. Ich glaube, das ist eine 12. Also, ganz ehrlich, wie das im Beta-Test nicht durchgefallen ist. Dieses Rot auf diesem Blau hinter, dann, das weiß ich nicht. Sorry. Das verstehe ich nicht. So, währenddessen liefern wir hier ab. Reisplantage. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. 250 ist halt doch heftig, muss man eher ehrlich sein. Aber 83% ist auch nicht so schlimm. Also ich hätte mit viel weniger gerechnet. Weil 252, das ist eine wirklich heftige Ökobilanz. Das ist ja nicht mal aussprechbar, wie wack das ist. Das ist wirklich wack, ernsthaft. Fahrzeug fertiggestellt. Von mir aus dann einmal hier Handelsroute 1. Ja, das ist ganz geil. Normalerweise ist ja STRG und die Löschtaste, die Rücktaste. Das ist ja normalerweise, ich lösche ein ganzes Wort. Ja, hier ist aber auch im Editor zum Beispiel, so im Windows Editor, kommt dieses komische Symbol raus. Warum? Ich verstehe nicht. Kann ich die Route eigentlich so nennen? Kann ich nicht, schade. Spielverderber. Reisroute. Ja, nicht zu verwechseln mit einer Reiseroute. Reisroute. Ressroute. Ja, fast. Okay. Warum kann ich dir den Namen nicht ändern? Ach, komm, leck mich doch. Namen sind doch sowieso Schall und mir egal. Okay, Schiff hinzufügen. Das ist die Schwertfisch. Das kann ich verschieben. Oh, ein Segen. Ein Segen. Reis. Wo sind wir denn? Wo ist Reis? Da unten. Und hier laden wir Reis aus. Okay, ist mein Schiff schon hier, mein zweites. Ja. Dann produzieren wir somit Gemüse. Oder also wir könnten Gemüse produzieren, aber Quatsch, wir können jetzt Biokost produzieren. So rum, das meinte ich. Das machen wir direkt da, weil ich glaube, das Hauptkontor ist ein bisschen überlastet. Habe ich so das Gefühl. Okay, was brauchen wir noch? Wir brauchen eine Kupfermine mit 50%, einen Sandextraktor mit 33%, einen Mikrochip-Hersteller mit 100% und einen Elektronikhersteller mit 74%. Okay. Mal schauen, wann hier das erste Zeug reinkommt. Ich muss sowieso mehr Leute. Ja, 600 Eco-Angestellte. 750. Ich muss praktisch meine Siedlung nochmal verdoppeln, wenn ich das richtig sehe, ungefähr. Na, Glückwunsch. Wie sieht's denn aus? Bauzellen, das wird reichen. So, Pipette. Zack, zack, zack. Wunderbar. Ich darf gleich meine Bedürfnisse neu kalibrieren. Das ist ja in Ordnung. So, und ich glaube, die Lane noch voll und dann reicht es erstmal. Ja, ja, voll die Lane, habe ich gesagt. Ich krieg meine vollen Baukosten zurück. Jetzt wissen wir's. Wir vertrauen auf deine Fähigkeit. Zu Recht. Weil ich geil bin. So. Biokost kommt rein, das ist wunderbar. Jetzt können wir nochmal neu berechnen. Ich sehe leider nicht, wie viele Wohnhäuser. Ich sehe nur, wie viele Leute. Und es lässt sich zumindest, wenn ich den Anno 2070 Warenrechner anschaue, es lässt sich nicht ändern. Ich muss also warten, bis die alle aufgestiegen sind. Ah, ne, ich sehe die Wohnhäuser da unten. Ja, blöd. Warnung. Produktion gestoppt. Warte, dann habe ich 12 Arbeiter und 46 Angestellte. 12 Arbeiter und 46. 46 mal 15... Eines Tages werden wir unseren Kindern erzählen, wie wir diese Stadt aufgebaut haben. Ich glaube, das reicht gerade noch nicht, ne? Kann das sein? 46 mal 15 sind 600 und das sind 730.
könnten es sein. Sind eigentlich eher 690, das ist ja das Problem. Ich bin so ein Rechengenie. Oder auch nicht. Keine Bauzellen mehr, aber das ist ja in Ordnung. Wenn ich das hier abreiße. So, jetzt schauen wir mal. 50. 50 mal 15, das sind 750. Das ist perfekt getroffen. In Perfektion, Junge. Perfektion. Jetzt rechnen wir es nochmal aus. 750. Das werden 13. 13 mal 8 sind 104. Also 104. Ist das nicht herrlich hier? 150. Ja, ja. Das Leben kann so schön sein. Witzig. Drei Fischereien. Drei Fischereien, also eine noch. Ich glaube nicht, dass mein Konto überlastet ist. Das ist Quatsch. Pff, was wollt ihr denn? Anders ist es, es sind ja nur die drei Fischereien und die zwei Schmelzwerke, weil das andere... Das brauch ich ja gar nicht. So. Ah, da komme ich nicht rum. Okay, ist egal. Okay, wir haben dreimal Fische. Drei Teeplantagen. Ah, wie viel Prozent? Oh, 95, das reicht, das reicht, das reicht. Wir brauchen 3R76. Gut, dann brauchen wir noch zweimal Gemüsefarm. Meine Energie, ich sollte ein bisschen aufpassen langsam. Meine Ökobilanz genau das gleiche. Also dieses Szenario ist, ich habe wirklich mit sehr viel mehr Krieg und Kampf gerechnet und ich muss sagen, ich finde gut, dass es nicht so gekommen ist. Weil ich hätte wirklich überhaupt keinen Bock drauf. Natürlich, weil es moralisch verwerflich ist und auch, weil ich das überhaupt nicht kann und ich habe da keinen Spaß dran. Nur bedingt zumindest. So, Moment, jetzt brauche ich noch einmal Reis für einmal Reis. Brauche ich 2, 3, 1, okay, das reicht. Darf ich mein Schiff bitte auswählen? Zweimal 82% reißen, das heißt, ich brauche noch einen dritten. Noch einen dritten Reiszulieferanten. Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. Das ist gut. Wir scheinen die 600 geknackt zu haben. Okay, das sind alles 81%. Das reicht locker. So, einmal rüber. Elektronikhersteller, das kommt noch. Vorher wollen wir Lifestyle und das ist... Achso, nee, haben wir schon. Das ist Kommunikation. Dazu müssen wir Elektronik herstellen. Smartphones, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und man sieht, also mit der Ökobilanz, ich bin nicht wirklich zufrieden damit. Das Problem ist, ich kann halt nirgends noch irgendwas hinbauen. Ich habe meine Insel optimal ausgeschlachtet, möchte ich es fast nennen. Ein ökotechnisches. Und ich habe ja, also bisher zumindest, keine andere Möglichkeit, meine Ökobilanz zu verbessern. Dazu bräuchte ich Ingenieure. Minus 253, Hilfe. Okay, abwarten. Da könnte noch was gehen. Du weißt ja, es liegt in unserer Hand, was wir aus dieser Stadt machen. Richtig. So, es sollten noch drei aufsteigen können, Leute. Warum können wir das nicht? Weil die alle außerhalb der Konzerthalle liegen. Sehe ich das richtig? Ja, sehe ich komplett richtig. Und vor allem die da unten, das ist das Problem. Also, umdrehen und... hin. Ja, wunderbar. Jetzt steigen wir wieder auf. 750. Genau das, was ich wollte. Und dann erfahre ich auch mal, was dieses Technologie-Ding oder Informationsding soll. Was die da haben wollen, die lieben Leute. Und komm, 5 noch. 4, 3, 2, 1, 0. Baumöglichkeiten erweitert. Yes. Eines Tages werden wir unseren Kindern erzählen,
wie wir diese Stadt aufgebaut haben. Bildungscluster. Uiuiui. Dann habe ich Energieprobleme, okay. Stillt das Bedürfnis nach Informationen. Bauen wir das hier hin. Registriere Energieknappheit. Ja, ja, ich weiß. Ein perfekter Werbeblock. Beeinflussen die Wohnhäuser mit Informationsgebäuden. 100. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Bildungscluster. Ach, das ist ja geil. Stellt das Bedürfnis nach Informationen für alle Eco-Wohnhäuser. Stillt das Bedürfnis nach Informationen, reduziert die Bevölkerungszuwachsdauer, erhöht die Steuereinnahmen für alle Eco-Wohnhäuser im Einflussradius. Wie geil ist das denn? Kostet Geld, kostet Energie, aber ist geil. Ich kann die echt beeinflussen. Nice, okay. So, dann ein Blockheizkraftwerk. Steigt, je mehr Leute drin sind, dabei sind oder wie? Hier vielleicht. Warum produziert das Ding nichts? Warte, nochmal lesen. Habe ich wieder Mist gebaut. Benötigt Wohnhäuser im Einflussbereich. Ich glaube, wir sind auf dem besten Weg, hier ein kleines Paradies zu schaffen. Was ist denn das hier? Ein Wohnhaus oder wie? Ach nein, ist es nicht. Idioten. So, dann will ich mein Geld zurück. Das Blockheizkraftwerk war mir schon beim letzten Mal suspekt irgendwie. Dann baue ich weiter Windräder, kann ich schaden. Zack, Windrad. Zack, Windrad. Zack, Windrad, reicht doch. Auch wenn ich jetzt ein bisschen im Minus bin, aber das ist nicht so schlimm. Was mir jetzt noch fehlt, sind diese Freunde. Kommunikatoren heißt es, okay. Eine Kupfermine. Gehen wir mal Step by Step vor. Wo habe ich denn Kupfermin? Wo könnte ich denn? Basalt. Hummerpopulation. Naja. Kupfervorkommen. Hier zum Beispiel. Okay, ich sehe hier auch, was ich brauche dafür. Aber nicht genau wie. Ja, die produktivste Methode, Variante irgendwie so. Einmal das hier. Dann einmal Kupfer. Muss auf dem Flussbauplatz errichtet werden, ja. Das haben wir letztes Mal schon so halb mitbekommen irgendwie. Mikrochip-Hersteller, brauchen wir zwei Stück. Haben wir eins, zwei. Und hier auch zwei. Das reicht nicht. Mist. Oder reicht es doch? Wird es abgeholt? Also es sieht nicht so aus, als würde es abgeholt. Deswegen weiß ich nicht. Nee, das ist... Obwohl, das ist auch nicht so im Einflussbereich direkt. Deswegen... Das liegt drin. Okay, das ist gut. Dann holt euch euren Lifestyle. Falls es produziert. Es scheint zu produzieren. Jawohl. On the way to communication. Und gleich kann man aufsteigen. Ja, komm. Neue Bevölkerungsgruppe, yes, erfasst. So. 25, genau wie die Patrizia heißt. 1200 sind, viele. 48. Weil 4 sind 100 und 1200 sind, 12 mal 4 sind 48. Und wie viel, 30 Eco-Ingenieure, fuck. Reicht nicht. Hier leben lauter glückliche Menschen und das ist dein Verdienst. Ja, weil ich geil bin. So, Pasta-Gerichte. Jetzt habe ich Hunger, schön. Bio-Drinks, nicht Blow-Drinks. Was soll ein Blodring sein, denke ich mir? Nein. Das passt so, Junge. Die steigen schön auf. Das finde ich auch gut. Trotzdem müssen das noch mehr werden.
Und das machen wir jetzt und hier. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ja, ganz. Also, das fühlt sich sehr nach Bauchszenario an. Und das finde ich persönlich sehr, sehr geil, Freunde. Super geil, finde ich das. Wiege der Zivilisation. 1025 von 10.000. Das ist schön. Schön wie dieses Datum hier oben auch, ne? Schau mal, oben rechts in der Ecke, das Datum. Kann man toll lesen. Man sieht super, dass es der 10.09.2014 ist. Spiel gespeichert. Das könnte auch eine zufällige Pixelansammlung sein, wenn ich das so sehe. So, ich habe keine... was ist das denn? Holz. Ich habe kein Holz. Ja, super. Und meine Ökobilanz. Och, wie grauenhaft. Fuck. Scheiße. Ja, aber ich habe... Ja, meine Wetterstationen sind... Ich kann nichts mehr machen. Das wird nichts mehr. Mal schauen, habe ich hier denn irgendwas? Verbindet Gebäude miteinander. Green Allee, ja gut. Glas. Pasta, Biodrinks. Überwachungsstation verbessert die Ökobilanz um 40. Auf Minenbauplatz. Man verliert einen Minenbauplatz, aber gewinnt da trotzdem mit. Ja. Oder man erhöht seine Ökobilanz. Das ist nicht schlecht. Kommt drauf an, was du willst. So, was brauchen wir denn? 2, 2. Oh, was ist denn das? 3, 2. Ich kann die Zahl. Sorry, nee. Ich weiß nicht, was es für eine Zahl sein soll. Sag mir, was es für eine Zahl sein soll, bitte. Sag es mir, Junge. Also, vorspulen. Dann sollte ich eigentlich nochmal ein bisschen Holz produzieren. So, Holz. Ding hieß doch Sägewerk, kann es sein? Ach nee, warte, ich bin ja blöd. Das Sägewerk arbeitet ja ganz allein, solange Holz in der Nähe ist. Ja, okay, das war mein... allererster. Natürlich auch Denkfehler. Vorher noch nie welche gemacht. Was ist das denn? Flak. Ah, wir kommen jetzt ein bisschen in den Kampfbereich, okay. Hafenbehörde. Aber ich will eigentlich lieber Holz produzieren. Hier. Produktionsstätten habe ich ja genug. Okay, die sollten dann so arbeiten. Heißt, zwei neue Holzproduktionen. Und Bauzellen könnte ich eigentlich auch mal noch ein bisschen aufstocken. Bauzellen, die sind hier. Das Ding heißt Schmelzwerk. Und dafür gibt es jetzt eine Produktionskette. Schmelzwerk. Okay, ich brauche nur einmal Basalt dazu und einmal Schmelzwerk. Das ist eine intuitive Produktionskette, nenne ich sie mal. Kann ich sogar drei hinbauen. Schmelzwerke. Von schön oder hässlich wollen wir jetzt mal nicht reden, weil es ist hässlich so. Vielleicht sollte ich die nicht direkt damit verbinden, sondern an ein eigenes Netz anschließen. Weil... Ja, andererseits, das sind 5 Gebäude, das kann man schaffen. Ach komm, ich schließe an, ist doch egal. Jetzt kriegt das Ding schon hin. Während hier weiter fleißig Bäume angepflanzt werden. Werden sollten zumindest. Ja, wo sind denn die Bäume, liebe Baumschule? Wo sind sie denn? Ich habe das Gefühl, das Sägewerk hat immer so ein bisschen Startschwierigkeiten. Das finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut, Junge. Hier wird produziert. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wir kommen der Sache langsam näher. Es scheinen 3 zu sein, die wir brauchen. Und wir landen bei 33 Eco-Ingenieuren. Also bei einigen. Ich könnte es jetzt ausrechnen, aber ich habe echt... Wie kann ich helfen? Ach so, bei A komme ich zur Arche.
Das ist irgendwie sogar fast logisch. WTF. Es geht. Ja. Hier einmal. Nein, das war falsch. Genau das letzte ist natürlich wieder mal Müll. Die sollten alle angeschlossen sein. Jawohl. Das reicht natürlich mal wieder nicht. So, hier unten muss eine 40 stehen, war das, glaube ich, ne? War es das? Nee, Quatsch, muss gar nicht. Eine 48 muss hier stehen, genau, eine 48. Reicht noch lange nicht. Hilfe. Wo kann ich denn noch bauen? Hier unten ist noch massig Platz. So, dann hier oben können noch ein paar hin. Natürlich muss ich hier ein extra Warndepot hinbauen, was ich aber gleich wieder abreißen kann. Total ungewohnt, dass man seine Baukosten zurückbekommt, wenn man vor einiger Zeit noch die... Ist das nicht herrlich hier? Das Leben kann so schön sein. Ja, genau. Die heftigen Missionen gemacht hat. Bei Anno 1404. Dann ist es ein bisschen ungewohnter. Alles wieder nett zurückzukommen. Was haben wir denn hier? Reduziert den Verbrauch von Lifestyle-Produktion für alle Eco-Wohnhäuser. Okay. Könnte ich, aber brauche ich gar nicht. Weil auf Steuern habe ich ehrlich gesagt mehr Bock. Ja. Ich könnte mir auch einen Chauffeur holen, weil dann kann ich mir das Steuern sparen. Ja, das ist. Weiß ich nicht. Muss ich aber auch gar nicht und will ich auch gar nichts mehr zu sagen. Lass mal einfach so stehen. Ja, Mann, das ist die zweite Konzerthalle. Die kriegt richtig lecker Besuch hier. Mal hier hoch. Was soll ich sagen? Mir geht's blendend. Ja, grauenhaft. Grauenhaft. Du singst Scheiße. Ich kann es natürlich viel besser und ich muss es auch gar nicht beweisen, weil ihr wisst es natürlich alle. Jetzt reden wir nie wieder darüber. Und schauen mal wann. Aber ganz ehrlich, die Siedlung, sie sieht geil aus. Vor allem diese Hochhäuser, heftig. Mit denen kann ich persönlich sehr arbeiten. Und das wird locker für 48 reichen. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht reicht. Bei aller Liebe. Gebäudeauswahl vergrößert. Ja, yeah. Zum ersten. Das war noch nicht alles. Yes! Boom, Junge! So, jetzt sind wieder aufgesetzt, wunderbar. Jetzt heißt es mal wieder nur noch auf unsere Freunde vom Holz warten. Das schöne Sägewerk. Ökobilanz, ja. Also vielleicht, oder wahrscheinlich werde ich hier auf Minenbauplätzen auch die Dinger platzieren, weil, ja, das geht nicht. Trotzdem schön, ich glaube, das habe ich noch nicht angesprochen, dass ein Minenbauplatz jetzt mehrere Minen zur Auswahl stellt. Also, ich habe nicht auf einer Insel drei Kohlevorkommen, zwei Eisenerz, einmal Gold oder so. Ich habe jetzt Minenbauplätze, auf denen ich bauen kann, was ich möchte. Und das finde ich persönlich cool. Ich kann mir also selber aussuchen und verbauen, was ich haben will an Zeug. Das ist schön. So, ein einziges noch. Komm, dann haben die Eco-Ingenieure wieder richtig Bock. Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. Moment, warte mal. 176, 510, 1250. 176, 510, 1250. 176, 510, 1250. So. Zwei Fischereien dazu, zwei Teeplantagen dazu. Ich muss ja ordentlich aufstocken, Hilfe. Boah, das macht ja überhaupt keinen Spaß. Okay, zwei Fischereien. Das machen wir jetzt an irgendeinem anderen Kontor. Das Ding da unten, das schafft einfach nicht mehr. Das kann ja gar nicht sein. Ich kann nirgends anders Fisch bauen. Warum denn nicht? Kann mir das einer erklären? Registriere Energieknappheit. Energieknappheit. Ach, Hilfe, Energieknappheit. Ja, nee, Freunde, das geht nicht. Da müssen wir was gegen tun.
98%. Hier noch eine und... So, Freunde, mehr Energie geht nicht. Ich meine, obwohl... 73% hier und hier hinten. Hier, pass auf. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Leckerland, Junge. Okay, wir haben jetzt... Schiffswerft, Fischerei. Hier. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. 5 Teeplantagen nach 87%. Wie viele haben die? Nee, das ist die Wetterkontrollstation. Das, Ah, Mist. Ich reicht gar nicht. Ich brauche 6 von den Dingern. Hätte ich die vom Anfang auch gleich lassen können. Super. 1. Das kann man auch wirklich schöner bauen. Okay. Dann können wir die sogar nebeneinander stellen. Cool. Okay, vielleicht nicht so. Ich sollte noch ans Haus rankommen, aber... Aber prinzipiell. Das Problem ist, ich verstehe gerade noch nicht warum. Warum die so wenig Platz haben, aber... Also so viel Platz haben, aber so wenig brauchen nur. Ist ja übereffizient. Das finde ich sehr geil. Okay. Wir haben 6x Tee. Dann brauchen wir noch 2x Gemüse, 1x Biokost. So, ob dieses Ding noch... Boah, ob das 9 Fabriken handeln kann, weiß ich nicht. Will ich aber auch gar nicht riskieren. Riskiere ich auch gar nicht. Es sieht cool aus, wie die roten Dinger hochgehen. Also sich an die Topologie der Umgebung anpassen. Das ist nicht selbstverständlich. Das erste Mal, dass die Felder nicht ausreichen, weil der Platz nicht reicht. Was ist da denn los? Ja. Nee, Freunde. Viel. Das geht viel effizienter. So macht man das. Dann... Eine Biokostproduktion, die passt perfekt hierhin zum Beispiel. Und... Boah, ja, produziert doch schneller, Mann. Wir haben noch keine Zeit. Ja. Dann noch einmal Reis, wir fahren also nochmal rüber. Die Stadt sieht übrigens immer noch geil aus. Das ist nur am Rande. Ich habe noch Zeug, das reicht für eine vierte Reisplantage. Die Frage ist, reicht der Platz? Ja, locker. Gar keine Problem, Junge. Ich brauche 300% Reis. Das sind 4 Plantagen, das reicht noch aus. Also, Felder hin. Und Felder frei. Boah, nee, jetzt komm schon. Ein bisschen umständlich. Es muss auch anders gehen, Moment mal. Nein. So, jetzt kannst du nochmal. So, geht doch. Was passiert eigentlich, wenn ich noch ein Feld baue? Gut, ich kann das System nicht überlisten. Ich weiß nicht, ob nicht mehr als 5 Felder gehen. Oder ob die Ökobilanz jetzt nicht mehr zulässt. Also eins von beiden ist es auf jeden Fall. Was genau, das kann ich leider nicht sagen. Aber das, egal was es ist, ist es eine Änderung im Vergleich zum 1404. Das, so viel steht mal fest. So, ihr zahlt alle Geld. Oh, sie ist Geld. 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 Money. Must be funny in a lonely's world. Oder so. Jetzt brauchen wir noch eine zweite Kupfermine. Einmal Mikrochip, einmal Elektronik. Das geht locker durch. So, wo können wir denn? Hier können wir zum Beispiel. Also. Kupfer. Mikrochip und zack. Wunderbar. Okay, was brauchen wir jetzt? Wir müssen Glas produzieren.
weil wir das wahrscheinlich brauchen für unseren, ja, für die Überwachungsstation. Wie produzieren wir denn am effektivsten Glas? Oder wird uns das gesagt? 111, gut. Kalksteinbruch. Haben wir, Spiel gespeichert. Lass mich raten, alle produzieren Kalkstein hier? Nicht im Baubereich, was willst du denn, du? Ja. Denkt irgendeine Beleidigung hier, was soll denn das? Erweiterung der Operationsbasis abgeschlossen. Yes. Konstruktion von Überwachungsstationen jetzt Diese möglich. Insel ist so komisch hässlich und hinkonstruiert, da möchte, weiß ich nicht. Also, nee, echt nicht. Aber gut, wir produzieren Glas und darauf kommt es nur an. Und wir können jetzt auch, und wir könnten jetzt auch theoretisch einen Hovercraft bauen. Lecker. Lecker, Freunde. Wo ist denn unser Schiff? Vielleicht muss ich es ja auf der anderen Insel bauen. Und dazu muss ich das ganze Glas mitnehmen. Was brauche ich denn nochmal zum Bauen einer... Was ist das denn? Kongresszentrum. Ich dachte gerade SingStar-Halle oder was. So. Ich brauche Bauzellen, Werkzeug, Carbon. Ich muss alles mitnehmen. Also, alles mitnehmen. Werkzeug und Carbon. Alles rüberschaffen. Und das, was ich habe, was ich jetzt habe, das wird immer noch nicht reichen, wahrscheinlich. Deswegen noch mehr rüberkarren. Das ganze Zeug. Das ganze Zeug. Und aufs Glas können wir dann schön warten. Gib mir das Glas, Spiel. Ich will Glas. Ich will Glas. Ich will Glas. Joko gegen Glas. Wo ist das Glas? Hier. Schön, schön, schön. So, pass mal auf da. Dann fangen wir schon mal an. Das sind zwar erstmal nur, in Anführungsstrichen, nur zwei. Aber... Was? Warum hast du es über Bord geworfen? Die schönen Bauzellen. Ich habe hart dafür gearbeitet, ja? Leute sind gestorben, dass du Bauzellen haben kannst. Ja, beide sind drin, das war wichtig. Und... Energieversorgung mangelhaft. Ach so, Ökobilanz, Energie. Ja, ja. Werte steigen. Okay. Ökobilanz... Werte fallen. Das ist ja gar kein Wunder. Ich brauche Glas im Hafenbereich. Okay. Also holen wir uns Glas. Und dann produzieren wir Offshore-Energie. Weil es geil klingt. Ne, das sind vier. Das reicht toll. Reicht locker aus. Und alles rüber. Und jetzt. Offshore-Windrad. Können wir einfach so hinstellen. Wunderbar. Wir tun was für die Ökobilanz. Können eigentlich ein Windkraftwerk noch bauen. 99%, das ist nicht der Rede wert. Ja, wunderbar. Das reicht erstmal. Jetzt müssen wir eigentlich nur auf Glasproduktion warten. Der Rest ist erstmal sicher. Auch wenn ich noch ein bisschen Holz mitnehmen sollte. Okay, ich hole mir noch Holz. Weil davon habe ich jetzt noch ein bisschen was. Jetzt Holz. Bauzellen habe ich sowieso schon zu viele wieder. Ich warte mal bis 18, glaube ich. Weil ich hab dort drüben zwei, genau. Also warten wir bis 18. 7. Achtung, Produktionsstillstand. 18, wunderbar. Schmelzwerk produziert nichts mehr. Wahrscheinlich, weil das Lager voll ist, oder? Oder, ja, wahrscheinlich schon. Geld stinkt nicht. Häufen Sie Credits an. 100.000, ja, weil ich dick bin, Junge. So sieht's aus. Was haben wir denn hier? Statussymbole. Landschaftsdekor. Von mir aus. Wir sind hier. Dazu müssen wir hier was hinbauen und hier was hinbauen. Und dann auch hier was hinbauen.
hier was immer. Ich glaube, das sind dann alle Minenbauplätze, die es gibt. Müsste sein, ja, gut. Überwachungsstation 1. Energieversorgung mangelhaft. 2. Ja, Junge, das machen wir schon. Energieproblem, ja. Geht aber erstmal. Ich habe sowieso kein Glas mehr, erstmal, aber. Überschneiden sie sich? Haben die. Die haben einen Bereich, okay. Ich kann nur noch eins hier hinbauen, leider. Ah, mies, das muss dann erstmal irgendwie reichen. Werkzeug brauchen wir. Werkzeug und Glas. So. Auf Glas können wir wieder schön warten. So, ich warte, bis hier eine 8 steht. Dann können wir nämlich ein Kraftwerk und schon wieder eine Dings bauen. Also noch 4. Ne, noch 3. Noch 2. 1. Wunderbar. Wunderbar. Also raus mit dem Schlons. Dann bauen wir mal hier einen hin. Und das braucht 25 Energie, heftig. So, hier geht hier wunderbar. Okay, und wir sollten jetzt mit einer einzigen Wetterkontrollstation. Auf den ersten Blick sieht das Getreide auf dieser Insel okay aus. Aber Kontamination ist nicht sichtbar. Ich brauche eine Probe für unsere Tests. Ja. Wie kannst du dann sagen, dass es okay aussieht, wenn man sowieso nicht sieht, hä? Kannst du das mal erklären? Ich glaube, nein. Saatgut Hartweizen. Das ich nicht habe. Das ich wahrscheinlich hier habe. Ja, Saatgut Hartweizen, okay. Wie kriege ich denn das raus? Rechtsklick entsockelt das Item. So. Das geht natürlich nur hier, weil nur hier ich eine Fruchtbarkeit erzeugen kann noch. Auf der anderen Insel habe ich meinen Joker ja schon verspielt. Jawohl. So sieht's aus. Sie will eine Tonne Hartweizen. Wie produziere ich denn Hartweizen? Wahrscheinlich hier irgendwie. Wahrscheinlich für die Pasta-Gerichte. Produziert Hartweizen, ja. Braucht natürlich 4-mal Glas für was auch immer. Vor allem 4 Tonnen für eine Weizenfarm. 4 Tonnen Glas. Muss ich hoffentlich nicht verstehen können. Ich muss es ja nicht verstehen, ich muss es nur bauen. Und nicht hinterfragen. Okay. Was von mir aus hier. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Ja, ja, ist ja gut. Ich kann dann noch ein paar Wetterkontrollstationen bauen, oder? Hier eine. Hier eine. Und da hinten. So, und jetzt pass mal auf. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Lecker, Junge. Positive Ökobilanz. 101%. Ach, so funktioniert das also. Das merke ich mir. Erhöhen die Produktivität ihrer Farm. Das ist geil. Okay. Merke ich mir. Dann. Sie will eine Tonne Hartweizen. Gut. Okay, dauert ein bisschen, bis die erste Tonne da ist. Das würde ich gerne sofort abholen. Ich glaube, die Kampagne ist das einzige, wo die sofort abholen Funktion mal irgendwie Sinn macht. Später braucht man die nicht mehr. Sag nichts. Du hast's geschafft, ja, oder? Hier. Die aktuellen Messdaten. Die Strahlung ist in den akzeptablen Bereich gesunken. Okay. Wir sollten sofort Mr. Thorne und Professor Devi über Videoschaltung informieren. Und das war die Mission. Wunderbar. Guten Tag, Mr. Thorne. Rodriguez hier. Gute Neuigkeiten. Das kontaminierte Areal ist wieder bewohnbar. Father hat uns zwar entdeckt, aber die Situation ist unter Kontrolle. Sie und Professor Devi können also nachkommen. Also gut.
Ich mache mich mit einem Team auf den Weg. Professor Devi wird übrigens später nachkommen. Ich glaube, er arbeitet an einer Möglichkeit, Fathers Systeme zu deaktivieren. Menscheneinheiten. Unpräzise, fehlerhaft und so leicht prognostizierbar. Ich werde ihnen zuvorkommen und sie vernichten. Ja, sicher. Ja, weg da. Zur Missionsübersicht. So, sie bauen sich eine Kriegsflotte auf, die sich Father entgegenstellen kann. Okay. Das haben wir geschafft. Und das nächste Mal geht es los. Oder geht es, ja, los weiter, wie man es nennen möchte. Mit eben dieser Mission im Auge des Sturms. Wir wollen Father mal richtig wegklatschen, kann man sogar fast sagen. Ne? Was, ich verstehe nicht gerade ganz, warum hier überall nur ein Stern ist. Und was mir das überhaupt sagen soll. Weiß ich zwar nicht, aber ist ja auch egal. So, was ist denn das hier eigentlich? Die Neo-Skulls-Krise. Willkommen am Ende der Welt, Freunde. Ich bin Scorpio, Anführer der Neo-Skulls. Wir sind mehr als bereit dazu, eure kleine heile Welt in Flammen aufgehen zu lassen. Was? Was bitte? Muss ich das verstehen? Ich glaube, nein. Gut, dann verstehe ich es einfach mal nicht. Ach. Nach einmal ausstrecken, würde ich sagen. Ja. Ach, spezielle Missionen, die nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sind. Alles klar. Gut, dann, ja, sage ich vielen Dank fürs Dabeisein für diesen Mittwoch. Das nächste Mal geht's weiter, wie gesagt, damit Father mal richtig geschallert wird, Father da einem. Muss man es ja nennen. Ja, das war's für heute. T.Loni. Schönen Abend noch, schönen Tag noch. Haut raus, bis nächste Woche.